Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Intermediate. In the last lesson you learned how to express your opinion. In this lesson you will learn where to place nicht when you have to negate a sentence. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, transcripts, podcasts, early access to our videos and more. So fangen wir an. Lektion 28. Stellung von nicht. Nicht benutzt man, um eine Aussage oder einen Satz zu verneinen oder zu negieren. Man muss darauf achten, wo genau im Satz nicht stehen soll. Hier sind erstmal ein paar Beispiele. Ich kann den Schlüssel nicht finden. Heute hat es nicht geregnet. Ich finde das Buch nicht interessant. Ich besuche nicht meine Großeltern, sondern meine Eltern. Wie kann man einen Satz negieren? Wenn man einen Satz negiert, dann steht nicht ganz am Ende. We will first learn how you can negate a complete sentence. To be able to do that, you have to place nicht at the end of the sentence. Hier sind ein paar Beispiele. Leider verstehe ich nicht. Heute scheint die Sonne nicht. Ich mag dich nicht. Mein Handy funktioniert nicht. In allen diesen Beispielen kann man sehen, dass nicht immer am Ende steht. Aber zu dieser Regel gibt es ein paar Ausnahmen. But there are some exceptions to this rule, where nicht is not placed at the end of the sentence. In folgenden Beispielen steht nicht nicht am Ende. Zum Beispiel, wenn es ein zweites Verb gibt. Morgen kann ich nicht kommen. Hier steht nicht vor dem zweiten Verb. Oder wenn es einen zweiten Verbteil gibt, wie das Präfix von einem trennbaren Verb. Heute gehe ich nicht spazieren. Hier steht nicht vor dem Präfix. Oder wenn es das Partizip von einem Verb gibt. Gestern habe ich nicht gearbeitet. Hier steht nicht vor dem Partizip. Auch wenn es Adjektive gibt. Dieses Hotel ist nicht teuer. Hier steht nicht vor dem Adjektiv. Oder wenn es Adverbien gibt. Diese Tasche kostet nicht viel. Hier steht nicht vor dem Adverb. Beispiele für andere Adverbien? Hier, da, gestern, jetzt, später, gern, besonders, etc. Oder wenn es Präpositionen gibt. Ich wohne nicht in diesem Haus. Hier steht nicht vor der Präposition. Oder auch lokale Angaben. Er arbeitet nicht hier. Hier steht nicht vor der lokalen Angabe. Beispiele für lokale Angaben? Hier, da, oben, unten, zu Hause, im Supermarkt, etc. So if there is a second verb or a part of the verb or the past tense or an adjective or an adverb or a preposition, in this case, nicht will be placed before these words and not at the end of the sentence. Man kann auch einen Satzteil negieren. Nicht steht vor dem Teil, der negiert werden muss. Meistens bildet man den Satz mit sondern weiter, um eine Alternative zu zeigen. Die unterstrichenen Wörter werden betont. Now you will learn how to negate a part of a sentence. Ich bin nicht gestern gekommen, sondern heute.
Wir treffen uns nicht am Freitag, sondern am Samstag. Nicht ich, sondern er ist krank. Er ist nicht mit Sandra, sondern mit Julia zusammen. Die Satzteile, die unterstrichen waren, wurden negiert und auch betont. The underlined words were negated, nicht was always placed before them, and these words were also emphasized upon. Man kann jeden einzelnen Satzteil verneinen, indem nicht direkt davor steht. Diese Satzteile werden betont. Hier ist ein Beispiel. Er möchte in diesem Sommer mit Anna im Urlaub surfen gehen. In diesem Satz sind viele Elemente. Er, in diesem Sommer, mit Anna, im Urlaub, surfen und gehen. Wir sehen jetzt, wie wir diese Teile negieren können. Nicht er möchte in diesem Sommer mit Anna im Urlaub surfen gehen, sondern ich. Er möchte nicht in diesem Sommer mit Anna im Urlaub surfen gehen, sondern im Winter. Er möchte in diesem Sommer nicht mit Anna im Urlaub surfen gehen, sondern mit Nicole. Er möchte in diesem Sommer mit Anna nicht im Urlaub surfen gehen, sondern am Wochenende. Er möchte in diesem Sommer mit Anna im Urlaub nicht surfen gehen, sondern tauchen. Und jetzt machen wir eine Übung. Negiere den ganzen Satz. Wo steht nicht? Hier ist der erste Satz. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Und die Antwort ist, ich bin nicht um 7 Uhr aufgestanden. Weil hier eine Präposition ist, steht nicht vor der Präposition. Wir kommen jetzt zum zweiten Satz. Der Fernseher ist riesig. Hier ist der negative Satz. Der Fernseher ist nicht riesig. Wie schon gelernt, nicht steht vor dem Adjektiv. Der dritte Satz ist: Kennst du den neuen Kollegen? Das ist ein ganz normaler Satz. Hier steht nicht ganz am Ende. Kennst du den neuen Kollegen nicht? Jetzt kommen wir zum nächsten Satz. Ich habe die Kinokarten gekauft. Und hier steht das Verb im Partizip. Also die Antwort hier ist, ich habe die Kinokarten nicht gekauft. Jetzt der letzte Satz. Diese Blumen sind für dich. Hier ist die Antwort. Diese Blumen sind nicht für dich. Noch einmal, nicht steht vor der Präposition. To practice more, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!